Kapitel 14. Und Hiram, der König von Tyrus, sandte Boten zu David und Zedernholz, Steinmetzen und Zimmerleute, dass sie ihm ein Haus bauten. Und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt hatte, denn sein Königtum war hoch erhoben worden um seines Volkes Israel willen. Und David nahm noch mehr Frauen zu Jerusalem und zeugte noch mehr Söhne und Töchter. Die Söhne, die ihm zu Jerusalem geboren wurden, hießen Shammua, Shobab, Nathan, Salomo, Jippar, Elishua, Elpelet, Noga, Nefek, Japhia, Elishama, Beeljada, Eliphelet. Als aber die Philister hörten, dass David zum König gesalbt war über ganz Israel, zogen sie alle herauf, um sich Davids zu bemächtigen. Als das David hörte, zog er aus gegen sie, und die Philister kamen und ließen sich nieder in der Ebene Rephaim. David aber befragte Gott und sprach, soll ich hinaufziehen gegen die Philister und willst du sie in meine Hand geben? Der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf, ich will sie in deine Hände geben. Und als sie hinaufzogen nach Baal Perazim, schlug sie David dort. Und David sprach, Gott hat durch meine Hand die Reihen meiner Feinde durchbrochen, wie das Wasser einen Damm durchbricht. Daher nannte man die Stätte Baal Perazim, das heißt Herr der Durchbrüche. Und sie ließen ihre Götter dort zurück. Die befahl David, mit Feuer zu verbrennen. Aber die Philister kamen wieder und ließen sich nieder in der Ebene. Und David befragte Gott abermals, und Gott sprach zu ihm, du sollst nicht hinaufziehen hinter ihnen her, sondern umgehe sie, dass du an sie herankommst von den Baka-Bäumen her. Wenn du dann hören wirst, wie das Rauschen oben in den Baka-Bäumen einhergeht, so brich hervor zum Kampf, denn Gott ist dann von dir ausgezogen zu schlagen das Heer der Philister. Und David tat, wie ihm der Herr geboten hatte, und sie schlugen das Heer der Philister von Gibeon an bis Geser. Und Davids Name ging aus in alle Lande, und der Herr ließ Furcht vor ihm über alle Völker kommen.